Nein, Payne, nicht Sie! Warum muss mir das passieren? Payne, Sie müssen mir helfen. Hier drin ist eine scheiß Bombe. Wenn ich den Kopf abnehme, geht sie hoch. Bye, bye, Vinny. Sie sind ein verschissener Kopf, also helfen Sie mir. Wie ist das passiert? Der Russe hat mich verarscht. Willkommen im Club. Ich kann Ihnen helfen, ihn zu kriegen. Ich schwöre. Holen Sie mich hier raus, dann helfe ich Ihnen. Dann haben wir jetzt einen Deal. Die wollen mich umlegen. Sie müssen mich schützen. Wir müssen raus hier. Durch den Hinterhof. Ich kaufte Vinny sein Versprechen, mir zu helfen, nicht ab. Aber ich wollte alles tun, um Vlads Pläne zu vereiteln. Payne, geben Sie mir Deckung! Geben Sie mir Deckung! Wir müssen da durch. Ja, Leute, und damit herzlich willkommen. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Zu Let's Play Max Payne 2 zu einer neuen Folge. Warte, ich mach mal kurz einen Save, muss ich mir die Katzen nehmen. Wenn ich jetzt mich direkt treffen kann, dann kannst du nicht. Bin ja relativ glücklich. Pain! Ich gehe! Pain! Ja, ey. Das Kostüm steht ja aber. Wie wär's denn du? Oh Mann, Pain! Das sind noch mehr von denen! Sie kommen über die Mauer! Bringen Sie mich hier raus! Hört ihr! Hört ihr, ihr Bastarde! Ihr geht drauf! Fuck, ihr werdet krepieren! Noch lauter schreien, damit sie ja unsere Position noch besser wissen. Ich meine, wir wissen das schon sowieso ungefähr, aber... Tschüss. Ja, da kommt gleich... Natürlich, da kommt gleich eine halbe Armee an. Tja, hätte ja auch nicht anders sein können. Gut, gleich wieder weg. So. Kommst du? Was? Da natürlich noch mehr. Eine kleine Verstärkung hier mit einem Rande hier. Oh, die wollen zu wenig. Ja klar, ne? Ah, oh, scheiße. Ach, nee. Ah, oh, Mist, nochmal. Hier. Ja, lad doch noch länger nach. Lad doch noch. Alter, ist ja gut. Ich komme echt in dir. Die müssen es regeln. Ja, genau, hier regelt das. Oder? So. Los geht's, Payne! Ja, ist ja gut. Kommt hier schon heil raus. Hoffentlich. Sie können mich nicht hier lassen. Heul doch noch mehr rum, du. Vinny war kurz davor, seine Hose nass zu machen. Damit würde er die Bombe kurz schließen und uns beide in die Luft jagen. Ah, noch mehr von denen. Pain, legen Sie die ja. Ich lege sie um. Alles in Ordnung. Hier kommen wir. Bin ich durch. Ab durch die Hintertür. Ja, du mit deinem Fettkopf, ne? Warte, ich geh mal vor. Durch welche? Durch die? Scheiße! Ich pass nicht durch! Die Bombe geht gleich hoch! Was jetzt, Payne? Was jetzt? Denk nach, Vinny. Okay. Wir gehen zurück durch die Halle bis zum Aufzug zu meiner Wohnung. Da kommen wir raus. Gehen wir, Payne! Erledigen Sie die Payne! Schützen Sie mich! Wo denn? Wir müssen zum Aufzug! Wo denn? Wo sind Sie? Ich bin da. Da. Hey! Was? Wieso? Warum? Bitte halten Sie mir die Bombe ein! Scheiße, na ganz toll. Ich bin natürlich... Nein. Hilfe!
klar. Klar, von allen Seiten. Ja, ja, müssen wir nachladen, 3 Jahre. Oh, alter Scheiße. Na gut. Ach du Scheiße, alter, von allen Seiten immer dieses. Ja, muss natürlich die Tür noch öffnen. Oh Gott. Von allen Seiten, Leute. Los doch, ja. Ja. Danke, dass du mir vor meiner Fresse eben standst. Danke. Gott, wie lange brauchen die als Fahrstuhl? Ich hab keine Mühe mehr. Ja, wow, bis der mal losfährt, Alter. Ja, bis der mal los ist, ja Weihnachten. Ja. Warum auch nicht? Willst du anderen Gefallen mehr tun, oder? Wow, ich habe ja noch mehr Energie verloren. Ah, ey, das ist aber jetzt auch übertrieben, ne? Oh Gott. Klar, dann sind die Treppe. Kreativ. Warum rennst du? Ja, du hast schon mehrere Kugeln abbekommen. Aber gut. Jetzt kommen. Ja, natürlich. Wie viel kommen jetzt noch? Hallo, ist gut jetzt. Bin jetzt Kinder. Na was? Was denn? Ich bin Sammler. Wissen Sie, was das Zeug wert ist? Ich sag's Ihnen. Das interessiert mich. Interessiert mich herzlich wenig. Hey, eine Menge harte Jungs stehen auf dem Kram. Frankie auch. Und er war ein verdammt harter Typ. Hey! Warten Sie, bis ich meine Sammlung online verkauft habe. Lösche? Hey, wollen wir mal sehen, wer die Lösche ist, wenn ich Millionär bin? Wir müssen hier irgendwie raus. Muss mir was überlegen. Denk nach, Winnie. Denk nach. Aha. Payne, wir müssen irgendwie über den Balkon rauskommen. Das ist der einzige Weg, Payne. Gehen Sie da raus und... Oh, Scheiße. Oh, Mann. Oh Mann, ich kann ja heul noch mehr rum. Wo bist du denn jetzt? Das ist ein geiles Versteck. Klar. Okay. Ich habe eben eigentlich aus dem... Oh Gott. Du hast hier noch einen Geheimgang. Sie könnten uns umgehen. Von hier aus kommen wir raus, ihr Loser! Ja, ja, komm runter, Penner, und dann haben wir es geschafft. Komm jetzt. Und jetzt? Scheiße! Ah, lol. Von hier aus kommen wir raus, ihr Loser! Thank you.
Headset. Okay, da ist ja der Bug drin, da muss man ihn ein bisschen an. Oh Gott. Lauf da nicht immer einfach vor! Du rennst auf wie ein Idiot, Alter. Das ist die dümmste Idee, die ich wieder nie. Noch mehr! Es werden immer mehr! Naja, wow. Überrascht dich das? Ich glaube, Wladimir will hier nicht tot sein, Alter. Los jetzt! Tu dir das nicht an! Komm schon! Er hat dich zum Töten gerne. Was wo? Das gehört genau. Wo denn? Draußen, sag doch was. Mensch, bist du so bescheuert oder was? Hat doch mal einen Ton. Irgendwie von draußen kommen was Gegner oder so. Was ist so? Also das bei dir. Es werden immer mehr. Ich hätte ja draußen nicht alle gekillt, deswegen hab ich das tun. Aber gut. Das. Was? Ja, da ist ein Benzinkanister. Ist in Ordnung. Ja. Ha, ja, ist okay. Alter, ist es jetzt. Jetzt haben wir das schon wieder. Das ist das Problem, dass ich da nicht durchkomme. Noch mehr! Das ist nur ja, ist okay. Ich muss mich jedes Mal hören, dass es immer mehr werden. Das sehe ich selber. Bin blind. Ach Gott, Mensch. Was geht da? Geh auf, verdammt! Los jetzt! Ich weiß nicht, aber. Ja, ja. Geh auf, komm. Wo? Ah. Schnell! Heben Sie mich hoch! Durch das Loch kommen wir raus! Bringen Sie mich hier raus! Scheiße! Scheiße! Oh, Scheiße! Boah, da hab ich keine Schmerzen mehr. Juhu! Da war ja ziemlich blöd. Ja, jetzt rennst du wieder so weit vor. Wir sind draußen. Mein Magen ist davor. Pain! Verdammt, wir sind draußen. Vielleicht kommen noch 1000 Gegner an. Ich weiß nicht, ob jetzt schon kommen. Ich brauche Deckung, Pain. Erledigen Sie sie. Ja, sag ich doch. Ja, wo willst du hin? Klar. Klar! Alter. Weil die schon vorher ein bisschen abfangen. Ja, ist in Ordnung, ne? Ist ja überhaupt nicht übertrieben, jetzt noch mal so viele Geld. Diese blöde Mist, ich hasse diese Beschützermission. Ja, weil diese bescheuerten Beschützermission die Spiele aber besitzen müssen. Das. Ich bin neu. Ist sie gut? Ja. Pain. Ich gehe. Pain. Gut. Mission erledigt, ich glaube, hoffentlich. Tschüssi. Na, das war ein Spaß. Auf eine miese, kranke, überhaupt nicht witzige Art. Winnie brauchte Mona ebenso sehr wie ich. Versuchen wir Mona Sex zu finden. Sie kann die Bombe entschärfen. Sind Sie irre? Die ist genauso schlimm wie der Russe. Die gehört doch zu der gleichen verfickten Truppe. Ich muss Sie enttäuschen. Ich war verzweifelt genug, Mona in der Geisterbahn zu suchen. Ich habe ein ganz mieses Gefühl dabei. Max, mein teurer Freund. Waffe fallen lassen oder die Bombe geht hoch. In meinem Kopf tickte eine Bombe, die kein Schmerzmittel entschärfen konnte. Kapitel 5, ein Spiel, das man nicht gewinnen kann. Mona. Vlad und seine Männer gingen, nachdem sie mit mir und Winnie fertig waren. Ich weiß nicht, wieso Mona plötzlich auftauchte. Ich kann nur spekulieren. Es war klar, dass sie hinter Vlad her war.
musste angekommen sein, nachdem er weg war. Andernfalls wäre er jetzt tot. Und sie wäre nicht zu mir gekommen. Sie kam durch das Feuer zu mir. Okay. Ah, ich bin wieder Mona. Diesmal finde ich keine komische Beschützermission. Alter. Meine war ja genauso komisch wie die letzte. Ich weiß nicht. Ich bin einmal diese Beschützermission. Ich meine, hier werden ja wohl gar kaum Gegner sein, oder? Ich meine, diese Beschützermission. Weiß nicht. Klar, ich klitsch da voll rein. Ich meine, diese Beschützermissionen sind irgendwie, finde ich, das Schwächste von Max Payne 2. Klar, gleich fliegt es vor mir in die Luft. Muss ja auch gehen, ohne die Schaden nehmen, oder? Alter? Warte. Ja, warte. Ja, na, Logo! Claro, es ist ihm so hinfliegt, dass ich jetzt mich erwischt wieder, ne? Das Ding jetzt bald euch. Ich glaube, ich finde da noch mehr. Fertig umgeknallt? Ja, fertig geknallt. Yeah. Warte, man muss doch gehen, ne? Hä? Das ergibt so gar keinen Sinn, ne? So, jetzt lass uns mal in die Luft fliegen. Das geht echt nicht richtig. Total bescheuert. Danke. Ja, natürlich. Na klar, mach noch ein. Ja, Alter. Ist er. Wow. Was? Ja, Feuer überall. Ja, genau. Ist natürlich eine geile Sache wieder. Bitte gerne hier durch. Danke. Alter, man stirbt hier alle 2 Sekunden. Boah, das ist Max. Ah. Klar, aber jetzt habe ich so ein Balance. Nein, oder? Ein Balance-Akt hier machen, oder was? Jo, danke. Ist okay. Was sind denn das hier für. Ja, wow. Wow, oh Gott, oh nein, nicht gut. Ah, okay.
Oh, oh, oh. So, nochmal die beiden zerstören, nur zur Sicherheit, ne? Geil, da hoch. Ich will ja nicht gebrutzelt werden hier in Max Payne. Vlad hatte Vinnys tragikomische Existenz mit einem Knopfdruck beendet. Autsch. Armer Kerl, armer Bastard. Und dafür habe ich ihn gerettet, damit er eine Mission später gleich stirbt. Geil. Wo geht's jetzt? Muss ich da hoch? 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 Hallo? Ja. Max. Sie fand mich, wo Vlad mich zurückgelassen hatte. In einer Blutlache auf ihrem Fußboden. Die Wunde. Max, komm schon. Zeit aufzuwachen. Der Tod ist unausweichlich. Die Angst lässt uns auf Nummer sicher gehen. Blockt Emotionen ab. Das Spiel kann man nicht gewinnen. Ohne Leidenschaft ist man bereits tot. Kapitel 6. Es gibt kein Happy End. Max. Alles eine Frage der Sichtweise. Gebunden an Zeit und Raum, Liebe und Freundschaft, Leben und Tod. Vlad hatte mich mit vorgehaltener Waffe zu Monas Apartment geführt. Hab sie im Wodka und bei Vini immer knapp verfehlt. Alle guten Dinge sind drei. Den hier kriegen wir da nicht drauf. Der Kopf ist zu groß für die Tür. Lasst Vini in der Geisterbahn. Da gehört er hin. Ich komme in einer Minute zu ihm. Ironisch, nicht wahr? Was denn? Dass sie sich in den Killer verliebten, der für den Mann arbeitet, der ihre Familie töten ließ. Liebe ist blind. Alles ist subjektiv. Entscheidung, Antworten, gut und böse. Woden schickte dem Staatsanwalt die Projekt Valhalla-Akte, um ihn zu verschrecken. Ihre Familie hat den Preis gezahlt. Mona ist wie ich, nur auf der anderen Seite. Sie tötet die mit mir verbündeten Mitglieder des Bundes. Wie witzig. Ich hasse es, das zu tun. Aber Sie wissen ja, wie Sie sind. Sie würden nie aufgeben. Einstein hatte recht. Zeit ist für den Betrachter relativ. Wenn man in den Lauf einer Pistole blickt, verlangsamt sich die Zeit. Das ganze Leben spult sich ab. Narben und gebrochene Herzen. In diesen Sekundenbruchteilen kann man ein ganzes Leben leben. Nebenbei, ein Gentleman nimmt Beleidigungen seiner Lady nicht hin. Sie haben Winterson getötet. Im Traum war ich ein unsichtbarer Geist. Ich schwebte außerhalb meines Körpers. Detective Payne, der Boss ist schon hier. Er wartet drinnen auf Sie. Ich hoffe mal, Sie haben noch nicht gegessen. Das sieht ganz schön übel aus da drin. Ja Leute, da würde ich sagen, das rechnet auch für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Im nächsten Part machen wir dann weiter mit Max Payne 2. Und mal schauen, wie es hier dann weitergehen wird. Bis dann Leute und tschüss. Haut rein.